Zwischen Freunden, Verwandten und Geschwistern kommt es manchmal zu Ereignissen, die einen sehr verletzen können. Du vertraust ihnen etwas an und sie erzählen es weiter. Sie reden über dich bei anderen und du erfährst davon. Oder sie beleidigen dich und verletzen dich damit auf eine Art und Weise, dass du nie wieder mit ihnen reden möchtest. Es kommt so weit, dass sie zu deinem größten Feind werden. Wenn diese Person dann zu dir kommt und wieder mit dir eine normale Bindung aufbauen möchte und sich mehrmals bei dir entschuldigt, dann willst du trotzdem, dass diese Person dir fern bleibt. Bloß nicht mit ihr reden oder in der Nähe sein. Wie jedoch steht der Islam zu solch einem Verhalten? Kommt diese Art und Weise vom Islam oder ist sie vielleicht doch fremd? Wenn wir uns die Überlieferungen, Geschichten und Verse des Korans anschauen, dann sehen wir eher das Gegenteil. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam saß eines Tages mit einer Gruppe der Sahaba radiallahu anhum in der Moschee und er sagte: Ein Mann wird nun eintreten, der von den Leuten des Paradieses ist. In dem Moment kam ein Sahabi herein. Zu einem späteren Zeitpunkt passierte dasselbe wieder, mit demselben Sahabi, der eintrat, und dann ein drittes Mal. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu wollte herausfinden, was so besonders an diesem Mann war. Also fragte er ihn, ob er für 3 Tage in seinem Haus bleiben könnte, und der Mann erlaubte ihm zu bleiben. Abdullah bemerkte, dass der Mann nichts Ungewöhnliches tat. Er fastete nicht besonders viel, er schlief einige Male in der Nacht und betete einige Male in der Nacht. Er tat nichts, was für die Sahaba außergewöhnlich gewesen wäre. Nach den 3 Tagen erzählte Abdullah ihm den wahren Grund, warum er darum bat, bei ihm zu bleiben. Und er fragte ihn, was der Grund dafür sein könnte, dass er von den Leuten von Jannah war. Dem Mann radiallahu anhu fiel nichts ein, aber nach einer Weile sagte er: Jede Nacht, bevor ich schlafen gehe, vergebe ich jeden, der mir Unrecht getan hat. Ich entferne alle schlechten Gefühle gegenüber jedem aus meinem Herzen. Subhanallah, was für eine gewaltige Eigenschaft dieser Gefährte besaß. Er vergab jedem Menschen, der ihm Schlechtes antat, und darüber hinaus entfernte er auf eine aufrichtige Weise all den Groll aus seinem Herzen, weshalb er einer derjenigen wurde, die bereits zu Lebzeiten wussten, dass sie zu den Paradiesbewohnern gehören. Wie sehr musste er mit sich selbst kämpfen, um dies zu schaffen? Was hatte er alles in seinem Leben erlebt, dass diese Tat so groß bei Allah subhanahu wa ta'ala wog? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer die Entschuldigung seines Bruders nicht annimmt, auf dem lastet die Sünde eines Tributnehmers. Wir sollten ihnen auf eine Art und Weise begegnen, als ob es diesen Streit nie gegeben hätte. Vielleicht mag es uns schwerfallen und vielleicht werden wir nie vergessen können, was man uns angetan hat. Doch das, was uns als Umma auszeichnet, ist, dass wir uns gegenseitig lieben, weil wir Geschwister sind. Lass nicht den Shaitan und deine Neigung die Oberhand gewinnen, sodass Spaltung und Streiterei entstehen. Versuch, eine Person zu sein, die vergibt, liebt und die Muslime vereint, wie der Islam es uns vorschreibt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns vorlebte.